Herzlich willkommen zur 336. Ausgabe von Crop FM. Wir schreiben den 15.05.2015 und es sind auch ziemlich genau 15 Jahre Crop FM. Seit dem 5.05.2000 nämlich gibt es diese Sendung. Eine Sendung voller 5 und 15. Mein Gast heute Abend ist jedenfalls Gabriele Lukas und Titel der Sendung Rätselhaftes Europa. Mit etwas Verspätung habe ich heute auf den Crop.com wieder aufgemacht, hier einen Live-Chat, mit dem man sich live an diesem Gespräch heute Abend beteiligen kann. Erreichbar über die Website von Crop.fm, C-R-O-P-F-M, cropfm.at. Einfach oben dann auf den Crop.com-Button klicken, der eh schon blinkt. Dieser Zungenbrecher schon wieder. Ja, freue mich auf Fragen und Kommentare und gehe dann sehr gerne darauf ein. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, beziehungsweise kann man mir sehr gerne e-mailen. Beide Links finden sich auf der Startseite gleich unterm Ankündiger links, diese runden Icons. Podcast gibt es auch zu dieser Sendung, beziehungsweise ein Archiv, in dem alle bisherigen Ausgaben oder fast alle als MP3 oder Real Audio erscheinen. Man kann auch einzelne Einträge verlinken durch die Direktlink-Funktion und es gibt eine Suche im Archiv. Die erreicht man über den linken Bot, der da auf und ab wippt und dann einfach auf Suche klicken. Forum gibt es auch, betreut von Unarmed und Wingman. Das Coverbild ist heute wieder wunderbar gestaltet von Matthias Töpfer und wir sehen hier eine etwas veränderte Darstellung des Obelisken, den wir auch heute in der Sendung besprechen werden. Mehr zu seiner Kunst, nämlich von Matthias Töpfer auf bilderdämmerung.de bzw. www.fakebuch.ateliertöpfer mit OE. Auch einen Spendenbutton gibt es auf der CropFM-Website, findet sich relativ weit oben auf ein bisschen rechts, beziehungsweise im Archiv gleich unten, gleich unter dem Header links. Und großes Danke an alle, die da schon mal draufgeklickt haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.de, IT, Entschuldigung, fetznetz.it, der Host von CropFM. New York, Atomreaktor nach Feuer abgeschaltet, ein Artikel auf Die Welt, der auf Die Welt erschienen ist. Nach einem Brand in einer Atomanlage nahe New York ist einer der beiden Reaktoren automatisch abgeschaltet worden.
Bei einem Vorfall am Samstagabend seien keine radioaktiven Strahlen nach außen gelangt, erklärten die Betreiber der Anlage Indian Point Energy Center in Buchanan im Bundesstaat New York. Es habe keine Bedrohung weder für die Arbeiter noch für die öffentliche Sicherheit gegeben. Ingenieure suchten am Sonntag nach der Ursache des Feuers. Erstaunlich untergegangen, diese Meldung, wie ich finde. Auf EcoWatch war dann noch zu lesen, dass dies schon zum dritten Mal in diesem Jahrzehnt passiert sein soll, also in den letzten 5 Jahren offenbar schon das dritte Mal. Und da ist es wohl auch nur ein schwacher Trost, dass der Brand in einem nicht-nuklearen Abschnitt des Kraftwerks passiert sei. Ich weiß nicht, ob man überhaupt irgendeinen Abschnitt eines Kraftwerks, eines Atomkraftwerks wirklich nicht nuklear bezeichnen kann. Aber okay, ist schon klar, was damit gemeint war. Jedenfalls viel war darüber nicht zu lesen. Und wenn also neben New York sowas passiert wie in zum Beispiel Fukushima, also dann wirklich gute Nacht. Zum heutigen Thema passend, die Bosnian Pyramids, Discovery of New Prehistoric Tunnels. Man hat also einige neue Tunnel gefunden. Im April 2015 gelang den Forschern rund um Sam Osmanagic ein weiterer bedeutender Fund einer ca. 127 Meter langen Tunnelanlage oder eines Tunnels nahe der Stadt Visoko. Die Gesamtlänge dieser sehr eindrucksvollen Tunnelanlage, in der ich auch selbst schon einmal war, und die also jetzt bisher freigelegt wurde, beträgt eindrucksvolle 1550 Meter und ist zumindest meines Wissens eigentlich in dieser Form einzigartig auf der ganzen Welt. Auch die Form dieser Tunnel erinnert an viele andere ähnliche Tunnel rund um die Welt. Und auch mein heutiger Gast Gabriele Lukas war ja schon mehrfach in Visoko vor Ort und kann uns bereits weitere Einzelheiten zu diesem Sensationsfund berichten. Ja, und hier geht's gleich weiter mit der Sendung Rätselhaftes Europa und meinem Gast Gabriele Lukas. Thank you.
Und bei mir am Telefon ist Gabriele Lukas. Hallo. Hallo, guten Abend. Kannst du mich gut hören? Ja, sehr gut. Ja, wir hören dich auch sehr gut. Ja, danke, dass du Gast meiner Sendung bist. Wir haben uns vor 4 Jahren in Visoko getroffen, also dem kleinen Dörfchen, Städtchen, weiß ich gar nicht genau, neben diesem eindrucksvollen Berg, der durchaus pyramidale Form hat. Und ja, wir haben dann damals schon beschlossen, eigentlich sollte man mal eine Sendung machen, und jetzt hat es endlich einmal geklappt, nach vielen Jahren. Vielleicht kurz zu deiner Person. Du bist an Halloween geboren, dich richtig fasziniert ja alles geheimnisvolle Rätsel etc. Nicht nur in deiner Heimatstadt in Wien, sondern also natürlich dort hast du schon sehr viel aufgetan. Du bist Fremdenführerin, wenn ich mich... Richtig, ja. Und dein Magister ist in Kunstgeschichte oder wo war das? Ja, noch? Richtig, aha, ja, auch. Alles richtig, ja. Okay, gut. Meine Hausaufgaben gemacht. Das heißt, du bist also Kunsthistorikerin und kennst dich also mit Artefakten, aber mit alten Stücken, also zum Beispiel gibt es da diese berühmte Achatschale in Wien. Also das ist ja irgendwo auch dein Metier, aber du bewegst dich da schon auch ein Stück weit weg. Und vielleicht noch zu dir selbst ein paar Worte über deine Person. Wie kamst du ursprünglich dann auf diese ganzen mysteriösen Dinge, mit denen du dich beschäftigst, inklusive eigentlich Geistererscheinungen? Ja, also ich, wie du schon erzählt hast, ich bin Stadtführerin in Wien und Umgebung und auch in Reiseleiterin in Europa und habe das viele Jahre lang gemacht. Und da bleibt es nun mal nicht aus, dass man sich nicht nur für alles Oberirdische, sondern auch für das Unterirdische interessiert oder dass man hinter die verschlossenen Türen blickt und hinter die Kulissen schauen möchte, vor allem wenn man zu Halloween geboren ist. Dann ist man einfach eine neugierige Nase, vom Berufswegen und scheinbar in die Wiege gelegt. Und so habe ich mich also für alles, was es in Wien und Umgebung an Rätselhaftem gibt, interessiert. Und dann weitet man sein Gesichtsfeld und dann wird es auch Niederösterreich, dann wird es ganz Österreich und irgendwann ist es dann ganz Europa. Und in jüngster Zeit bin ich auch in Südamerika auf Forschungsreisen unterwegs gewesen und habe darüber Artikel geschrieben im Mysteries Magazin. Die letzten beiden Nummern, da waren meine Forschungen über eine mögliche Pyramide im Regenwald von Ecuador, die man dort gerade jetzt entdeckt hat. Und da war ich letzten Sommer und habe das angeschaut. Oder auch bei den Padre Crespi-Sammlungen und so weiter. Also das ist mein Metier und das mache ich mit Leidenschaft. Und Bosnien, da hast du schon mehrfach auch vorgetragen. Es gibt da ja, glaube ich, jetzt jedes Jahr fast so einen Kongress. Ja, richtig. Das gibt. Ich bin in Bosnien seit 2006 mit dabei bei der Entdeckung hoffentlich einer Pyramide, die sehr alt ist und die von Menschen aufgebaut wurde. Und da gibt es jedes Jahr eine Konferenz über diese Pyramide, diese mögliche Pyramide und überhaupt über europäische Pyramiden. Und da hatte ich die Ehre, auch schon vortragen zu dürfen. Ja, ich habe dich auch schon gehört. Du hast da damals, 2011, einen sehr interessanten Vortrag über alle möglichen pyramidalen Strukturen und Berge, sage ich jetzt mal, in Europa gemacht. Die Bosnien-Pyramide, du sagst also, das ist eine Pyramide, die von Menschen aufgebaut wurde. Da kommen wir jetzt dann später noch dazu. Aber vielleicht jetzt zuerst einmal, was ist denn jetzt deine Definition einer Pyramide? Die meisten Menschen denken ja bei Pyramide an sowas, wie man in Gizeh findet. Mhm. Das heißt, eindeutig... Der Prototyp, ja. Ja, das ist zumindest jetzt geometrisch auf jeden Fall auch eine Pyramide. Mhm. Und das ist jedenfalls die geometrische Definition und ganz sicherlich der Prototyp einer Pyramide mit quadratischer Basis und 4 Dreieckseiten und spitz zulaufend. Aber in der Tat haben wir ja weltweit Pyramiden und die schauen ganz verschieden aus. Das muss man natürlich auch heranziehen,
bei der Betrachtung und beim Gespräch über Pyramiden. Man kann nicht immer nur unter Pyramiden die von Gizeh verstehen, denn selbst in Ägypten gibt es sowas wie die drei in Gizeh ja nicht einmal ein zweites Mal, denn alle anderen haben ja andere Formen, bekanntlich. Und so ist es in Südamerika ebenfalls. Da gibt es hauptsächlich die Stufenpyramiden. Andere Formen in Ägypten, also da gibt es dann auch so kleinere Stufenpyramiden etc.? Naja, die gebogene zum Beispiel und die Bent Pyramid. In Ägypten? Ja. Aha, die kenne ich nicht. Also die ist im oberen Drittel, glaube ich, macht die eine Kurve, die ist gebogen und geht nach oben, zwar spitz zu, aber in einem Bogen jeweils. Jede Kante biegt sich nach innen zu, zur Spitze zu, zum Beispiel. Also die flacht dann ab quasi. Die knickt, ja, Knickpyramide, okay, müsste man eigentlich sagen. Mhm. Und im Sudan, die sind pyramidal, die sind so was zwischen Obelisk und Pyramide, die gehen sehr spitz und sehr hoch. Also auch nicht die vier gleichseitigen Dreiecke. Und wie schon gerade gesagt, in Südamerika gibt es ja die Stufenpyramiden. Und da gibt es jede Form. Da gibt es rechteckige, längsgezogene, sogar auf ovalem Grundriss. Also jede Form, die man sich als Kegel vorstellen kann. Nicht nur mit Kanten, sondern auch rund. Und ich würde einfach großzügig sagen, alles das, was diesem Typ entspricht, könnte man als Pyramide im weitesten Sinn bezeichnen. Jemand schreibt da jetzt schon im Chat, diese Pyramiden in Gizeh, nehme ich an, meint er, sind aber alle als künstlich zu erkennen, obwohl sie alt sind. Und jetzt weitergedacht, in Bosnien steht man da vor einem sehr beeindruckenden Berg. Prinzipiell einmal, der eine pyramidale Form hat. Warum glaubst du, dass dieser Berg künstlich ist? Und was genau ist da jetzt künstlich? Es wurde ja festgestellt von Dr. Osman Agic im Jahr 2005, dass dieser Berg nicht nur für das freie Auge ausschaut wie eine Pyramide, sondern er hat jede Art von Wissenschaft bereits jeden Wissenschaftler geholt, also Geologen, Archäologen, Astronomen und so weiter, Physiker oder Radiospezialisten. Und die haben jeder in seinem Feld Untersuchungen gemacht und so konnte man zunächst einmal feststellen, dass sie nach den vier Himmelsrichtungen ausgerichtet ist und zwar perfekt. Das allein wäre natürlich noch nicht genug, um zu sagen, es ist eine Pyramide, selbstverständlich nicht. Sie hat eben diese quadratische Basis und die vier Seiten, wobei eine Seite allerdings abgerutscht ist. Also nicht alle vier sind wirklich heute noch da. Man weiß, es war ein Erdbeben vor ein paar tausend Jahren und da ist diese Seite abgerutscht. Aber nicht nur weiß man, dass diese Seite die astronomische Ausrichtung, dann die geologische, also wenn man es wurden ja Grabungen gemacht und wenn man die Erdschicht abträgt, dann ist darunter eine Steinschicht, die aus Platten besteht. Und das ist schon mal sehr ungewöhnlich, nicht? Dass gleichförmige Platten auf einen Berg gelegt wurden oder anders, dass er so abgeplattet wurde, dass er gleichmäßig ist. Das wäre das zweite sehr merkwürdige Zufall. Jetzt mehrere Fragen. Weiß man das wirklich, dass diese eine Seite, die also überhaupt nicht zur Pyramide passt, dass die bei diesem Erdbeben vor ein paar tausend Jahren flöten gegangen ist? Weiß man das? Ja, also das können die Geologen definitiv feststellen und haben das auch festgestellt und ist bewiesen, ja. Mhm. Ist natürlich die Frage, ob es vorher eine Pyramidenseite war, nicht? Das können die natürlich nicht mehr so feststellen. Man kann nur feststellen, es war ein Erdbeben dort und es war ein Erdrutsch dort. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, dass da also Platten auf der Pyramide sind, da, wo findet man die, wo kann man die sehen? Weil was ich gesehen habe und was ich auch mit einer Geologin angeschaut, also was uns von Osman Agic gezeigt wurde, ist laut der Meinung vieler Geologen, auch diese Steinschichtung, absolut durch Geologie erklärbar. Jetzt gibt es die andere Behauptung, die also von Osman Agic und auch von ein paar Instituten untermauert wurde, dass das eine Art Zement oder Beton ist. Ja? Aber dennoch,
von mir aus, dann ist es eine, es funktioniert vielleicht gleich wie ein Beton, ja, oder wie Beton. Aber woher will man denn wissen, dass das künstlich ist? Also geologisch kann so etwas entstehen, offenbar. Ich bin kein Geologe. Ich habe nur Geologen wirklich, die dem offen gegenüberstehen. Also du kannst dich vielleicht erinnern, die Dame aus Texas, die 2011 auch. Ja. Man hört sie auch im Interview. Ich habe sie ausführlich interviewt in The Spirit of Visoko, wo ich also über dieses berichtet habe. Und sie sagt, es tut mir leid, aber das ist Geologie. Jetzt wird aber hartnäckig behauptet, das sind künstliche Platten. Genau, da scheiden sich ja die Geister, dass die Geologen sagen eigentlich unisono, dass sie meinen, das ist geologisch erklärbar, das macht die Natur. Nun hat aber Osman Nagic ja diese Steine untersuchen lassen. Und nicht nur in Tuzla in Bosnien, sondern auch in ausländischen Instituten. Und da hat man festgestellt, da gibt es ja die Expertisen, dass das eine Art Beton ist und dass das ein sehr harter Beton ist, den man heute für gewöhnlich nicht erzeugt, sagen wir nicht verwendet am Bau. Nun ist die Frage, entsteht der Beton natürlich dort oder ist er künstlich erzeugt? Beton, wissen wir ja, ist ja ein natürliches Baumaterial, ne? Denn besteht ja aus verschiedenen natürlichen Komponenten und kann daher natürlich auch von der Natur mit diesen Komponenten verbacken sein, als zu Beton gemacht sein. Nur wenn die Geologen nicht sagen können, ja und da daneben, links daneben, rechts daneben und die ganze Gegend ist so gemacht, dann muss man schon nachdenken darüber. Aha, hat man das untersucht, ob es auch andere Berge gibt, wo derartige Gesteinsmassen in dieser Art jetzt sich... Nein, eben nicht. Okay. Allein schon deswegen, man kann ja nicht irgendeinen beliebigen Berg jetzt auch abtragen, stückchenweise. Nein, man braucht ihn nicht abtragen, man braucht nur eine ganz kleine Fläche. Ne? Gehört wahrscheinlich jemandem, sind ja Eigentümer, man fragen. Aber man muss das auch erst finden, ist ja klar. Das ist natürlich sicher nicht so einfach, aber das wäre natürlich ein eindeutiger Beleg, dass das nicht nur, dass es geologisch ist, wenn man das dann vergleicht und das Gleiche, sondern... Diesen Beweis sind aber die Geologen schuldig geblieben. Man sich fragen, ja warum? Wie du richtig sagst, ja warum ist das nicht gemacht worden? Warum haben nicht die bosnischen Geologen bosnisches Vergleichsmaterial gebracht? Naja, weil sie sich vielleicht denken, es ist hinreichend belegt, dass das geologisch entstehen kann, was soll man da noch Zeit verschwenden? Ne? Ja. Ist eine Antwort. Ich schätze ja mal, meistens ist es immer so. Aber interessant ist natürlich schon, dass also dieses Material dort sich so verfestigt und das auf einem Berg, also kommt mir jetzt gerade, wenn ich dir zuhöre, und das auf einem Berg, sage ich mal, unter Anführungszeichen von mir, passiert, der relativ klar erkennbare Dreiecksflächen hat, die mehr oder weniger im 90-Grad-Winkel aneinander stehen, zumindest drei von diesen. Es ist interessant. Hat man deines Wissens nach auch an anderen Seiten dieser Pyramide Grabungen gemacht und dasselbe betonartige Material an der Außenseite sozusagen entdeckt? Nein, hat man nicht. Das ist Osman Nagic nicht gestattet worden. Denn wie schon erwähnt, gehört jedes Grundstück auf diesem Berg einem privaten Eigentümer. Und da hat er leider die Grabungsgenehmigungen nicht bekommen. Das wäre einfach zu teuer gewesen, nachdem er ja ein Privatmann ist und alles aus der eigenen Tasche finanziert hat und noch immer muss, war das leider nicht möglich. Aber er hat ja auf dem gegenüberliegenden Berg, auf der sogenannten Mondpyramide, einige Grundstücke kaufen bzw. pachten können. Und dort hat er gegraben und dort hat er eben auch diese Platten gefunden. Das heißt, zumindest auf einem zweiten Objekt hat er das gefunden. Jetzt müsste man halt nur noch schauen, ob es auf einem Objekt, der keine pyramidale Form hat, das auch gibt. Ja, sollte man vielleicht schauen, ja. Na, auf jeden Fall. Vor dem kann man, finde ich, diese Kontroverse nicht begraben. Nein. Aber die Geologen geben zumindest zu, dass es ein geologisch interessantes Gebiet ist und dass man eventuell einen Geologiepark draus machen sollte. Na, ist ja schon was.
Die anderen, es ist, also wir waren damals ja auf insgesamt 3 dieser pyramidalen Berge. Die schauen aber nicht so pyramidenförmig aus oder eigentlich dann schon fast gar nicht mehr. Also der dritte dann, auf dem wir waren, weiß nicht, da erkennt man es schon praktisch gar nicht mehr. Oder siehst du das anders? Oder hast du das anders gesehen? Das ist das Vratnice, von dem du sprichst. Das ist 4 Kilometer in Distanz. Und das muss nicht unbedingt eine Pyramide gewesen sein. Das könnte vielleicht auch ein konischer Hügel, eventuell ein Grabhügel, das weiß man alles nicht. Man hat ja nicht hineingegraben, sondern nur von oben die Erde weggenommen und einmal geschaut, was drunter ist. Das Einzige, wo man hineingegraben hat, wo man Tunnel hat, das ist ja die Sonnenpyramide, also der große Berg. Und da sind sie schon 1,5 Kilometer drinnen im Berginneren. Und das ist eigentlich das Sensationelle und viel, viel interessantere als eine Diskussion über Platten zu führen, ob jetzt Zement Natur oder Zement verbacken oder vom Menschen dorthin gegossen. Viel interessanter ist ja das Unterirdische. Finde ich zwar auch, aber trotzdem wird ja bei den Bosnien-Pyramiden eben von Bosnien-Pyramiden und nicht von den Bosnien-Gängen gesprochen. Und deshalb ist es klar, dass die Diskussion immer wieder auf diese Platten zurückkehren wird und auch immer wieder auf diese angeblichen Pyramiden. Also, ja, nur leider kann man den Berg nicht zur Gänze abtragen, um das zu beweisen. Aus finanziellen Gründen, aus Zeitgründen, wer soll das machen? Das muss ja alles händisch gemacht werden und es arbeiten eigentlich nur Freiwillige dort. Also Volontäre, die 2-3 Monate im Sommer dort arbeiten. Und es wird von der Regierung und von keiner Stelle wird das wirklich groß in die Hand genommen. Das stimmt, ja. Ja genau, da jemand schreibt da sogar, wenn sogar David Hatcher Childress, der sonst alles Mögliche für Possibly Alien hält, die Dinge für natürlich hält. Du kannst vielleicht erinnern an David Hatcher Childress, der auch mit uns mit war 2011. Ja. Hat mich auch erstaunt, weil der ist eigentlich wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr positiv eingestellt gegenüber allem irgendwie Unnatürlichen in dieser unsäglichen Ancient Aliens Saga. Mhm. Dort war er ausgesprochen skeptisch, also überraschend skeptisch. Ja, ist absolut positiv, wenn jemand skeptisch ist und sich nicht festlegt, solange man nichts definitiv weiß. Und David Hatcher Childress ist ja kein Fachwissenschaftler auf irgendeinem Gebiet, das nur im Entferntesten damit zu tun hat. Denn David Hatcher Childress ist ein Journalist, der schreibt. Und er reist von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit und schreibt darüber. Also es ist ganz klar und es ist auch fair, dass er sagt, also ich bin jetzt einmal skeptisch und ich werde jetzt einmal abwarten. Ja. Im Sommer in Bosnien pudeln die armen Studenten, schreibt er. Ja, es ist aber wirklich eine tolle Stimmung dort gewesen. Also als ich 2011 dort war, es war wirklich, deshalb habe ich es dann auch der Spirit of Visoko genannt, man war wirklich von dieser Begeisterung irgendwo auch mitgerissen. Ich habe dann auch mit der Frau Akonci, glaube ich, heißt sie, gesprochen, eine relativ junge, damals war sie, glaube ich, so 27, Archäologin, Dr. Akonci, die dort eigentlich mehr oder weniger ihre Karriere auf Spiel setzt, zumindest hat sie mir das so erklärt. Also man hat ihr gesagt, ja, von mir aus gehen sie halt nach Bosnien, aber dann brauchen sie nicht glauben, dass sie zurückkommen können, nachdem sie sich quasi so einem unter Anführungszeichen Blödsinn widmen. Ja. Die aber ihrerseits komplett überzeugt ist, dass sie hier einen profunden und ungewöhnlichen Fund haben, der vielleicht sogar völlig neue Kapitel aufschlägt. Das habe ich beeindruckend gefunden. Und wie du richtig sagst, also auch für mich das Interessantere an diesem Tal der Pyramiden in Bosnien, nahe der Stadt Visoko, sind die Ganganlagen, die unterirdischen. Mhm. Und in der vorigen Sendung haben wir zum Beispiel einige dieser Ganganlagen geremote-viewed, oder wir, also meine Gäste. Das heißt, das passt jetzt auch irgendwie da als Übergang. In Bosnien gibt es, wie du sagst, über 1500 Meter bereits, die freigelegt wurden. Was ist jetzt an diesen, naja, also abgesehen, es sind immerhin 127 Meter, sind jetzt dazugekommen. Ja. Im April bei diesem letzten Fund. Was ist da jetzt das Besondere dran? Ja, das ist jetzt ein sensationeller Fund, der im April gemacht wurde. Und zwar, die Gänge wurden seit einigen Jahren
freigelegt. Also noch einmal, es sind Gänge, die unter dem Berg, in den Berg hineinführen und die mit Schlamm verfüllt sind. Mit Schlamm und mit ganz kleinen Schottersteinchen. Und das wird Schaufel für Schaufel und Schubkarren für Schubkarrenweise hinaustransportiert, gesiebt, geschaut, ob irgendein Material drinnen ist, Werkzeuge oder Holzstückchen, die man datieren kann, und dann auf eine Halde gefahren mit LKWs. Und da sind sie 1,5 Kilometer jetzt, Gott sei Dank, nach diesen vielen Jahren der Arbeit drinnen. Und da ist dann im März war das, ein Block hat den Weiterweg versperrt. Man konnte nicht mehr weiter. Ein riesiger Steinblock. Und nun haben sie versucht, um den Steinblock herum zu graben und haben das auch geschafft. Und hinter dem Steinblock waren weitere Gänge und die waren offen. Die waren nicht verschüttet. Und das ist die Sensation. Hinter einem unzugänglichen Steinblock, der alles versperrt hat, offene Gänge zu finden. Und da haben sie 127 Meter jetzt diesen offenen Gang oder mehrere eigentlich, denn die Zweigen immer ab links und rechts, sechsmal, sechs Abzweigungen gibt's. Und das Fantastische oder Interessante dran, das Unglaubliche, dass diese nicht vorher betretenen Gänge, also jungfräulichen zurzeit, mit Trockenmauern verschlossen sind. Das kann man nicht erklären. Schon vorne, die 1,5 Kilometer, waren ebenfalls alle paar Meter seitlich mit einem Trockenmauer verschlossenen Gang vorgefunden worden. Allerdings verfüllt mit Schotter, Schlamm und Dreck. Und das musste da immer rausgeholt werden. Und jetzt, hinter diesem großen Block, Steinblock, finden sie offene Gänge. Und das ist jetzt die Sensation, seit heute auf Internet anzuschauen mit einem kleinen YouTube-Film, den der Filmemacher ganz frisch gemacht hat. Ich habe das auch verlinkt, ich habe es auch in den News behandelt, also es ist jetzt ziemlich weit oben, ich glaube an Stelle 2 oder was in den News oder Stelle 1 sogar. Okay, noch einmal, das Interessante an diesem Gang ist jetzt, man hat ja Osman Agic vorgeworfen, er würde die Gänge selbst ausgraben, was also sehr unwahrscheinlich ist. Das wäre eine derartig arge Arbeit, weil das Material, in dem die Gänge hineingetrieben ist, ist ziemlich harter Schotter, wie man das jetzt nennt, geologisch. Aber es ist jedenfalls ziemlich schwierig, sich dort weiterzugraben, aber diese Gänge, das habe ich selbst gesehen, sind tatsächlich mit so einem Füllmaterial verfüllt, also aus Schlamm und Gestein. Und die meisten sind so verfüllt gewesen. Man hat ihm jetzt aber halt vorgeworfen, er würde die graben. Auch was ich interessant fand, ist, dass die Form dieser Gänge zum Beispiel anderen Fundstücken ähnelt. Ich glaube, in der Türkei hat man einen ähnlichen Gang gefunden und die zum Beispiel von in Österreich behandelten Ganganlagen, die wir auch in der letzten Sendung besprochen haben, die teilweise durch Stein getrieben wurden, die haben eine sehr ähnliche Form wie diese Gänge in Bosnien. Also so nach oben spitz zulaufend. Ja. Was ich interessant finde. Also, und Heinrich Kusch, glaube ich, einmal kurz mit ihm gesprochen, kann mir jetzt aber gar nicht erinnern, was er über diese Gänge denkt oder ob er schon mal dort war. Ich glaube fast nicht. Egal. Jedenfalls ist es auffällig, dass also die Form gleich ist. Vielleicht ergibt sich das einfach, weil das halt die stabilste Form ist. Kann ich nicht sagen. Aber das Interessante ist jetzt also, dass dieses Argument Osman Agic und es sind so vielleicht an die 100 oder zwischen 50 und 100 Studenten, die da jedes Jahr sind, oder wie groß ist die Zahl? Ist das ja so in der Gegend? 50 bis 100? Mhm. Die würden das graben. Das ist jetzt eigentlich widerlegt dadurch, dass jetzt... Gott sei Dank, das ist doch überhaupt ein Quatsch. Die Geologen, die genau wissen, dass diese Betonplatten nicht Menschen, sondern Natur sind, die müssen doch genau feststellen können und tun das natürlich auch, dass wenn ob einer was grabt oder ob es nur ausgeräumt wird. Also bitte, dieses Argument darf man ja nicht einmal das Wort, die Bezeichnung Argument geben. Das ist Quatsch. Das ist ein Internet-Blog-Gequatsche, das überhaupt keinen Anhaltspunkt hat.
Also selbstverständlich grabt er sich nicht in den Berg hinein, sondern holt den Schotter heraus. Ja, also kein Mensch kann einen Berg 1,5 Kilometer untertunnen mit Schaufeln und sonst nichts. Vielleicht haben sie es früher gemacht, aber heute jedenfalls nicht. Und das könnten Geologen, sollen wir ehrlich sagen, mit welchem Argument sie meinen, wenn sie sowas behaupten. Aber ich glaube das nicht. Das ist einfach Facebook-Gequackel und sonst gar nichts. Aber auf jeden Fall ist es seit heute widerlegt. Da hast du völlig recht. Also jetzt ist es so, die Ganganlagen zumindest sind jetzt als authentisch und wohl doch das Alter, gut, da wird man noch einige Zeit brauchen wahrscheinlich, bis man das wirklich feststellen kann. Ja, sie haben organisches Material herausgenommen, auch ein kleines Insekt, das man da gefunden hat, aber gut, die krabbeln überall hin, das sagt noch nichts über das Alter aus. Eventuell kann man vom organischen Material etwas feststellen. Das Mindestalter kann man dann feststellen, ne? Nur mal auch dazu sagen, fairerweise. Ja. Heinrich Kusch beschreibt er in Versiegelte Unterwelt? Ja. Im ersten Buch jedenfalls. Nein, das heißt nicht Versiegelt, das heißt anders. Tore zur Unterwelt. Tore zur Unterwelt, danke. Dort beschreibt er gegen Ende elektrische Phänomene, also teilweise auch so kugelblitzartige Dinge und Dinge, die Leute sehen. Also energetische Phänomene, sagen wir mal so. Auch in Bosnien gibt es die. Und das ist das, was ich als am zweitinteressantesten gefunden habe, diese offenbar, also ich habe auch mit dem Herrn Misdrak, heißt er, glaube ich, Belgrad, glaube ich, Technische Universität Belgrad, weiß jetzt aber nicht, aber und ich habe mit ihm selbst gesprochen und er hat gesagt, ja, er hat das gemessen, einen 28 Kilohertz Strahl, eine elektromagnetische Welle, die von der Spitze ausgeht und je weiter sie sich von der Spitze entfernt, immer stärker wird. Wirklich erstaunlich. Du sagst, oder im Vorgespräch hast du gesagt, die ganzen Untersuchungen, jetzt gibt es diesen Sensationsfund, das wird sich sicher jetzt wieder ein bisschen verlagern, aber in den letzten Jahren haben sich die Untersuchungen eher in Richtung dieser, ich nenne es jetzt einmal energetische Phänomene verlagert. Was gibt es denn darüber zu sagen? Neues? Ja, also es ist auffällig, wenn man in diesen Tunnels ist, und das hast du sicherlich auch gespürt, es ist dort eine wunderbare Energie, man fühlt sich sehr wohl. Die Luft ist ganz klar, man kann noch in 1,5 Kilometer drinnen atmen. Das ist ja absolut nicht normal, nicht? Da müsste man keine Luft mehr kriegen. Aber es ist genau das Gegenteil, es ist eine herrliche Luft da drinnen. Und das Wasser, das in den Gängen steht, denn man hat ja letztes Jahr einen See gefunden. Ich war da selber drinnen, der ist ungefähr einen Meter tief. Man muss natürlich hohe Stiefel anziehen. Das Wasser ist glasklar, das kann man trinken. Das ist fantastisches Wasser. Also es ist dort eine Energie, ein Wasser, eine Luft drinnen, die ist sensationell und ist eigentlich auch unerklärlich. Und so hat man sich aus diesem Grund darauf spezialisiert und mehr verlegt, um diese energetischen Phänomene festzustellen. Und da ist eben der Professor Misdrak von der Belgrader Universität der Spezialist mit seinem Team. Und der hat da eben Verschiedenes gemessen in Megahertz und Kilohertz. Also da bin ich nicht firm, dazu kann ich wenig sagen. Und auch diesen Strahl, der herauskommt, kannst du natürlich nicht mit dem freien Auge sehen. Also da kann ich wenig dazu sagen, weil ich es ja nicht sehe. Das sehen ja nur die Maschinen, das sehen ja nur die Apparate. Na klar, es ist eine elektromagnetische Welle, aber viel, 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 viel niedriger frequenter als Licht. Man sieht die natürlich nicht, also 28 Kilohertz, keine Spur von irgendwelchen optischen Effekten. Aber man kann ihn messen und das ist ja wirklich schon interessant genug. Gibt es inzwischen eine Erklärung, warum der stärker wird, je weiter man sich von der Spitze entfernt? Nein, leider keine Erklärung. Es ist alles rätselhaft. Und je mehr man hineindringt in die Materie, desto rätselhafter wird es. Es ist immer dasselbe. Je tiefer du hineindringst in den Tunnel, umso rätselhafter wird er. Je tiefer du in die Messungen hineindringst, umso rätselhafter wird er. Und das kann keiner schlüssig erklären bis jetzt. Ja. Und bleib bitte möglichst nah an deiner Sendestation, denn hier und da brichst du ein bisschen weg. Komm mal vor.
dann. Gut. Okay. Und wir hoffen, dass deine Batterie durchhält. Ja. Ja, es ist, also es gab eine Erklärung von einem Italiener, glaube ich, vor ein, zwei Jahren, der dann postuliert hat, ja, also wenn der Strahl stärker wird, dann muss es unter dieser Pyramide einen riesigen Parabolspiegel geben. Mhm. Okay, ne, das wäre das Einzige, das ist jetzt nach dem herkömmlichen, oder das Einzige, was jetzt auch mir einfallen wird, oder das nach dem herkömmlichen Verständnis das erklären würde. Aber dann steht man ja vor der nächsten Frage, okay, und was ist das jetzt für ein Parabolspiegel und wie ist der entstanden? Kann der natürlich entstanden sein? Ich meine, was ist denn das dann für ein Zufall? Und wie, warum gibt der diese, also erklärt naja, irgendwie ein gar nichts. Spiegel hat ja nur einen Sinn, wenn er aus dem Kosmos einen Strahl empfängt. Oder abgibt, ne? Das geht natürlich auch. Und wie soll der durch den Berg durch in, auf den Spiegel? Also das verstehe ich nicht. Wie gesagt, das ist nicht mein... Nein, meine, also dass er stärker wird, das kann man ja, sich ja, dann ja, irgendwie vielleicht... Ja, ja, ich verstehe, wenn etwas stärker wird, dann wird es zurückgespiegelt, nicht? Das ist das... Nein, das ist irgendwie... Es gibt dann so quasi den Brennpunkt dieses Parabolspiegels und bis zum Brennpunkt wird das Signal stärker. So hätte ich das jetzt verstanden, ja, die damalige soll Erklärung. Aber unterirdisch sein, durch im Berg. Der wäre unterirdisch, riesig. Und also da wäre ganz Visoko wäre untergraben von einem riesigen Parabolspiegel. Also meiner Meinung nach erklärt gar nichts. Ist rein nur ja, vielleicht ein, ist es ein See. Ja, aber... Ja, wie, ja, vielleicht ist er sehr, aber warum gibt er 28 kHz ab und warum wird er stärker? Nein, es ist, bin ich gespannt, ob man da irgendwann in näher Zukunft auf irgendeinen grünen Zweig kommt. Ja. Also bis auf das, den gibt es ja gar nicht. Es gibt den, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, ich meine, ich habe es nicht selber gemessen, ja, aber ich glaube, es gibt den, ich glaube, es den Leuten, die das gemessen haben. Mistrak ist ja nicht der Einzige, der den, da gibt es ja auch schon ein paar Bestätigungen, das ist mir auch immer wichtig. Ne? Ja. Und ist eine interessante Frage. Jemand fragt da im Chat, die Affäre Izmo-Guglitsch. Sagt ihr das irgendwas? Nein, gar nichts. Vielleicht spreche ich es auch falsch aus, egal. Klaus Dohner hat im letzten Interview auch wieder, das war beim, oder schon ein Jahr her vielleicht, ein paar neue Infos gebracht. Er hat ja mit einer speziellen, leider nicht näher beschriebenen Technologie, will er da viele, viele, viele Tunnels ausgemacht haben, die also unter der Pyramide bestehen sollen. Haben diese neu entdeckten Gänge irgendetwas mit den Messungen von Klaus Dohner zu tun? Hat er die vielleicht sogar vorhergesagt? Oder ist das nein, also da ist überhaupt keine Verbindung im Moment feststellbar. Und das ist ja auch keine Technologie, sondern das ist eine Fernmutung. Radiästheten können sowas, das wissen wir ja, die können über einen Plan, das nennt man die Planmutung. Und sowas hat ein deutscher Radiästhet gemacht für den Klaus Dohner mit der bosnischen, mit dem Berg und hat also will gemutet haben, sagen wir mal so, dass da unterirdische Gänge verlaufen von ungeheurem Ausmaß und spiralig und aber es sind jedenfalls nicht diese, nicht der Gang, der jetzt gegraben wurde, diese 1,5 Kilometer. Das alles, man hat noch sonst noch nichts gefunden. Das finde ich interessant. Also, woher weißt du, dass das, ich meine, ich habe es vermutet, ehrlich gesagt, dass es was in der Richtung ist, ganz ehrlich, ja. Weil was soll es denn sonst schon sein? Aber Klaus hat es immer weder bestätigt noch bestritten. Woher weißt du das? Nun, weil ich mich erkundigt habe. Weil ich nachgefragt habe, genauso wie du auch, ne, was soll das für eine Technologie sein, die 300 Meter in den Berg hineindringt. Die ist der heutigen Wissenschaft nicht bekannt. Denn man kann nur 5 bis auf maximal 15 Meter hinein in den Berg dringen. Das macht die Archäologie ja heute schon täglich. Zum Beispiel in Stonehenge graben die gar nichts mehr. Die fahren nur mit dem Gerät drüber und messen in den Boden hinein und können so die Strukturen feststellen. Das ist ja absolut heute schon Standard in der Archäologie. Aber maximal 10 bis 15 Meter, das kommt auf den Bodenbeschaffenheit an, aber auf keinen Fall 300 Meter, 500 Meter. Der Berg ist 700 Meter hoch, hat eine Distanz von der Stadt hinauf als 220 Meter. Also das geht nicht. Und das ist, man sieht ja auch, es ist ein Satellitenbild, das er zeigt und auf dem ist mit Hand farblich eingezeichnet die unterschiedlichen Tunnels und die Tiefen dazu. Ja,
Aber dir hat das jetzt auch nicht direkt bestätigt, dass es einfach eine Fernmeldung ist. Nein, also wenn es ein Satellitenbild ist, dann ist es ja kein Bodenradar. Naja, aber dir hat das jetzt auch nicht, von Klaus Dohner hast du das jetzt jedenfalls nicht, das ist deine Vermutung eigentlich, dass es eine Fernmeldung ist, die da passiert ist. Ja? Also ich habe ihn 2011 schon gefragt und da hat er mir das so erklärt. Okay. Aha. Ja, wie gesagt, glaube ich eh auch, dass es etwas in der Richtung ist. Ja. Die Frage ist halt, wie genau das ist. Zum Teil können die Sachen erstaunlich genau sein. Also für mich immer wieder fast schon erschreckend genau. Aber 100%. Ja, wär schön. Also das wäre natürlich auch eine Sensation, wenn das wirklich auf den Meter genau hintrifft. Ja, auf den Meter genau. Ja, okay, vielleicht. Aber wird natürlich jetzt im Stellenwert nicht so, hat sicher nicht denselben Stellenwert, als würde da eine tatsächliche Messung mit sozusagen objektiven Satellitenscannern, bla, keine Ahnung was, gemacht worden. Also. Nein, aber Radiästheten haben ja eine unglaubliche Trefferquote. Die können, diese Fernmutungen sind absolut plausibel, sie sind verlässlich. Plausibel, da werden das viele widersprechen, aber sie sind ja nachprüfbar und sehr oft stimmen die Dinge. Ja. Ja. Und das allein ist äußerst erstaunlich. Und in dem Fall, ja, ist es eben die Frage. Mhm. Aber diese neu entdeckten Tunnels sind jetzt nicht irgendwo verknüpft mit den Tunnelanlagen, die Klaus auch mir gezeigt hat, die sich also innerhalb dieses Visoko-Berges, Pyramidenberges befinden sollen. Also ich sehe es nicht, aber ich bin da ein Laie. Ich kann diese Satellitenaufnahmen natürlich nicht so deuten. Das ist ein A4-Blatt mit der Satellitenaufnahme und das ist ja eigentlich viel zu ungenau, um es mit dem tatsächlichen vor Ort, mit der tatsächlichen Geografie und Geologie zu vergleichen. Diese Tunnel, von denen wir jetzt gesprochen haben, wo man jetzt gerade dieses neue 127 Meter Stück gefunden hat, das eben auch wirklich freigelegen ist, die befinden sich ja nicht direkt bei Visoko, sondern so ein paar Kilometer weiter. Ne? Ja. Man vermutet aber, dass es einen Gang gibt, der bis zu diesem Berg bei Visoko führt. Naja, das ist ja die Intention, dass man in die Mitte hineinkommt. Und die Tunnel sind am Fuß des Berges und sind 2005 eben dort entdeckt worden. Diese Eingänge wissen die Einheimischen schon seit langem. Da gibt's alte Männer und ältere Herrschaften, die haben mir das schon vor 10 Jahren erzählt, dass sie da als Kinder drin gespielt haben. Die Eltern haben zwar gesagt, ihr dürft da nicht drin schwimmen, dann haben sie ihre Watschen gekriegt, wie man auf Wienerisch sagt. Und dann sind sie halt wieder hineingekrochen, aber natürlich nur ein paar Meter, weil es war ja dann verfüllt mit diesem Schotter. Und genau den Schotter hat Osmanagisch jetzt seit fast 10 Jahren daher rausgeholt, nach und nach. Aber bekannt war das immer schon. Wie so oft. Ne? Generell jetzt, bitte, wir müssen, glaube ich, die ersten 50 Minuten sind schon vorbei von unserem Gespräch. Daher gehen wir jetzt noch schnell zu anderen Pyramiden in Europa. Monte Vecchia zum Beispiel hast du mir da als Beispiel genannt, in Italien. Auf deiner Seite European Pyramids, glaube ich, heißt sie. Ist verlinkt vom Ankündertext, beziehungsweise dann Archiv, im Eintrag unter dem Ankündertext findet man eh alle Links. Unter anderem eben diesen auf deine Seite, wo du also ganz viele Orte, die du zum Teil zumindest auch selbst besucht hast, oder hast du die alle selbst besucht? Nehme ich an, nicht? Ja, ich habe in Europa habe ich sämtliche italienischen besucht und die kanarischen habe ich selbst besucht und besuche ich nach wie vor immer wieder. Nicht besucht diese Dien in Griechenland, die kenne ich nur aus dem Internet, den Medien, den anderen Berichten. Aber die italienischen Monte Vecchia, die sind meiner Meinung nach die am auffälligsten und die wirklich am meisten auch wie Pyramiden ausschauen, gefolgt von der in Napoli und natürlich die kanarischen. Also da ist ja kein Zweifel, das hat ja Thor Heyerdahl entdeckt und die sind ja heute bereits in der etablierten Wissenschaft ohnehin unangezweifelt. Die steht ja sogar schon ein Pyramid.
Pyramidenpark auf den Kanarischen Inseln in Teneriffa und auch die anderen Pyramiden auf den Kanaren sind heutzutage auch überall schon bekannt. Und man kann jetzt auch Fotos von diesem Gebilde in Montevecchia, die kann man auch sehen, sind von deiner Seite verlinkt oder überhaupt auf deiner Seite oben. Jemand fragt eine recht interessante Frage, und zwar: Gab es jemals in der Geschichte eine künstliche Struktur, die jahrzehntelang für natürlich gehalten worden ist und später kam es dann zur Sensation? Das heißt, gab es das schon zuvor, dass man da irgendwo einen Berg gehabt hat, der hat so ein bisschen nach einer Pyramide ausgeschaut und irgendwann ist man dann drauf gekommen, darunter verbirgt sich tatsächlich eine richtige Pyramide? Ja, ja? Passiert jeden Tag. In Mexiko zum Beispiel hat man doch vor nicht allzu langer Zeit entdeckt, dass unter dem Hügel, auf dem eine Kirche steht, heute eine Pyramide ist. Und dieser Hügel war dermaßen zugewachsen und richtig, also mit Erde und so weiter, dass man ihn absolut nicht erkannt hat. Ich habe auch schon von solchen Dingen gehört. Und wenn man das vorher sieht, also da kommt man nie auf die Idee, dass das eine Pyramide ist. Man kann vielleicht ein bisschen an einen pyramidalen Berg erinnert werden und denkt sich, ha, lustig, ein Zufall der Natur. Aber wenn man das vorher sieht, ist In Südamerika sind noch so viele Pyramiden im Urwalddschungel verborgen, dass man gar nicht fertig wird, die nächsten paar hundert Jahre die auszugraben. Also das gibt es seit ewigen Zeiten, seitdem ewig nicht, seit ungefähr 200 Jahren, seitdem wir archäologisch tätig sind, dass man immer wieder solche Hügel, Erdhügel findet und nachher vor allem eben in Südamerika, wo die Natur ja viel schneller überwächst als bei uns in Europa. Ja. Aber du bist nicht zufällig auf einer Freisprechanlage, oder? Ich bin wo? Du bist nicht zufällig auf einer Freisprechanlage, also du sprichst in deinen Apparat rein ganz normal, oder? Ja, aber okay. Der hängt nicht am Strom. Ja, ja, nein, das ist nicht das Problem. Es spricht nur zwischendurch ein bisschen weg, aber egal. Kann man eh nichts machen jetzt. Das hat beim Test besser gelungen, nämlich. Gut, also pyramidale Strukturen überall. Ich meine, die Frage ist natürlich, in Südamerika, wenn also dann diese Dinge ausgegraben werden, darunter findet sich halt auch wirklich eine Pyramide, wo es absolut keinen Zweifel gibt, dass sie künstlich ist. Ja. Das ist halt in Bosnien nicht der Fall. Da streiten sich, also da scheiden sich die Geister, ob eben diese Betonplatten, unter Anführungszeichen, oder ja, es sind Betonplatten, aber ob das jetzt natürliche oder künstliche Betonplatten sind. Das ist eben die große Kontroverse und die wird sicher noch eine Zeit lang weitergehen. Und in ganz Europa finden sich dann immer wieder Hügelbauten, pyramidal oder auch so wie in Silver Hill zum Beispiel, ein Rundbaut, die also von sehr alten Kulturen stammen, deren Zweck nicht immer bekannt ist und so weiter. Und glaubst du, dass da noch Sensationsfunde auf uns warten in Europa? Dinge, die man bis jetzt völlig nicht entdeckt hat oder nicht, dass das erkannt hat, was sie sind? Also da bin ich überzeugt, weil zum Beispiel in Deutschland gibt es sehr viele sogenannte Cairns, das sind Steinhaufen, von denen man heute sagt, und die Wissenschaft sagt, das sind Steinbrüche, gewesene alte Steinbrüche. Aber mittlerweile hat sich doch herausgestellt, dass das nicht Steinbrüche sind, sondern dass man diese uralten Steinbauten als Steinbruch verwendet hat. Das heißt, man hat die Steine von dort weggetragen und sie dann zum Bauen verwendet. Also das ist ja ganz was anderes als ein Steinbruch, wo man aus dem gewachsenen Stein Steine rausschlägt, sie behaut und dann für den Hausbau verwendet. Oder ob man von einem uralten Bauwerk, das man nicht als solches erkennt, Steine wegschleppt. Und das ist in Deutschland, in Süddeutschland, habe ich da einige besucht. Und da sind auch Forschungsgruppen dran, sich zu bemühen, das der Nachwelt zu dokumentieren. Also uns zu erzählen, Kinder, schaut einmal dorthin, das sind alles Pyramiden. Oder nenn es, wie du willst, nenn es Cairns. Aber das ist künstlich. Das müssen irgendwelche alten Kulturen gemacht haben, von denen wir keine Ahnung mehr haben und keine Dokumente mehr haben.
Zum Abschluss jetzt noch zum Thema Pyramiden. Es gibt sehr viele Zuhörerinnen und Hörer aus Deutschland. Maulbronn-Würzburg, dort soll es auch eine Pyramide geben? Ja, das ist eben das, was ich gerade angesprochen habe. Also das sind diese Steinhaufen. Okay. In diesen Gegenden gibt es ganz viele Cairns, auch da gibt es Ortschaftsnamen auch, die mit Kirn und Cairn heißen. Also der Name, der alte Name ist noch im Dorfnamen drinnen. Und genau das ist das, also da, was ich jetzt gerade erzählt habe. Also auch in Maulbronn sind das so genauso. Interessant. Das Ankünderbild zeigt den Obeliskbrunnen in Wien. Mhm. Wien ist ja quasi der Revier, ne? So kann man sagen. Und das ist also im Garten von Schönbrunn. Ich war da noch nie, aber ich werde mir das jetzt mal anschauen, wenn ich wieder in Wien bin. Unbedingt kommen. Ja. Und vielleicht kriege ich von dir eine Führung. Ja, gerne. Und das ist ein interessanter Obelisk. Erzähl warum. Ja, der Schönbrunner Schlosspark ist bekanntlich der schönste oder einer der schönsten Barockgärten der Welt. Und der wurde unter dem Großvater der Maria Theresia begonnen, 1696. Und Maria Theresia und ihr Gemahl waren dann die großen Ausbauer. So wie wir es heute sehen, es ist ein hochbarocker Garten. Und da steht ein Obelisk drinnen. Und dieser Obelisk ist verziert mit Hieroglyphen. Nur die Hieroglyphen, die da drauf sind, die wurden 1777 gemacht. Also der Obelisk 1777 errichtet. Und Obelisken konnte man erst entziffern und schreiben 1822. Denn da hat Champignon den Stein von Rosette gefunden und konnte die Hieroglyphenschrift entziffern. Und jetzt muss man sich fragen, ja, wie konnte jemand Hieroglyphen 1777 auf einen Obelisken schreiben, der noch gar nicht wusste, was sie heißen. Denn es heißt nämlich was. Es ist nicht nur ein Muster. Man hat immer gesagt, ah, das sind Dekor-Hieroglyphen, aber das stimmt nicht. Das wurde erst 2005 entdeckt durch die Dissertation einer Wiener Archäologin. Die hat sich das einmal vorgenommen und versucht, mit ihrer Dissertation das von allen Seiten zu beleuchten und ist draufgekommen, ja, es ist wirklich eine Schrift, ein Inhalt, und zwar erzählt das die Geschichte der Maria Theresia und ihres Gemahls Franz Stephan von Lothringen und überhaupt die Regierung der Habsburger. Ja, und da habe ich mich also dann damit beschäftigt und bin draufgekommen, dass der Obelisk sowie der ganze Park ein Freimaurer- und Illuminatenpark ist. Und es können nur die Freimaurer oder Illuminaten gewesen sein, die das Geheimnis um die Hieroglyphen damals schon kannten. Also 1777, 777. Richtig. Er baut ein Illuminat. Wer? Nun, der in Frage kommende war der Staatskanzler Kaunitz, der einen jungen Günstling hatte, den er offenbar in die Freimaurerei und Illuminatentum einführte. Das war der Hohenberg, ein Architekt, ein junger Architekt. Und dieser Hohenberg hat sämtliche Parkarchitektur errichtet, nicht nur den Obelisk, sondern auch die Gloriette oder die römischen Ruinen und so weiter. Und die beiden, also Kaunitz und Hohenberg, die haben offenbar über geheimes Wissen verfügt. Jetzt, gut, also über Illuminaten gibt es ja die absonderlichsten Geschichten. Und ich bin überzeugt, die meisten sind frei erfunden. Aber dennoch, sehr interessante Bruderschaft. Die haben sich aber doch überhaupt erst 1776 gegründet unter Weishaupt, oder? Ja, ist richtig. Das heißt, ein Jahr danach haben die dann bereits diesen Obelisk in Wien aufgestellt mit einem nachvollziehbaren Text in Hieroglyphenschrift geschrieben, obwohl das erst 50 Jahre später eigentlich gemacht werden konnte. Ja. Könnte es vielleicht sein, dass sie jemanden aus Ägypten geholt haben, der die Hieroglyphen noch entziffern konnten und einfach den gefragt haben, ob er ihnen das in hieroglyphisch aufschreiben kann? Also, ich kann mir schwer vorstellen, dass einer nach 1700 Jahren noch Hieroglyphen lesen konnte. Ja. Und wenn das so gewesen wäre, weil es ja eine alte Schrift, ne? Heute kann sie auch niemand lesen.
der es nicht studiert hat, nicht? Von selbst. Ja. Also wenn es so gewesen wäre, hätte der Champignon den Stein von Rosette nicht suchen müssen oder finden müssen. Stimmt. Und man hätte sich nicht seit dem 15. Jahrhundert, das war schon der Athanasius Kirchner, der schon versucht hat, Hieroglyphen zu entziffern, das hat man immer versucht. Also das hätte man sich alles sparen können, wenn das so gewesen wäre. Ja, wie erklärt man sich das jetzt? Ich meine, naja, also 2005 gab es da eine Dissertation, hast du gesagt? Oder eine? Ja, 2005 hat die Barbara Butka hat diese Dissertation geschrieben und hat wirklich festgestellt, ja, das sind Hieroglyphen, echte nämlich. Und sie erklärt natürlich schon stellenweise, wieso, denn wir haben immer noch Hieroglyphen, auch in Unterschrift. Für Wasser machen wir Wellenzeichen, das ist ja auch eine Hieroglyphe. Und für Gehen haben sie den Fuß, also es gibt schon eine Handvoll, die man logisch auch erraten kann oder die wir noch immer verwenden. Aber im Endeffekt musste sie feststellen, es ist da was drinnen, was man bis heute nicht erklären kann. Und sie hat da auch keine Erklärung, auch keinen Nein, Ansatz gefunden? Nein, sie hat keine Erklärung. Es sind Freimaurerzeichen drinnen, also Zirkel- und Winkeleisen. Und es sind auch Illuminatenzeichen, die Eulen zum Beispiel sind da drinnen. Also diese geheimen Bruderschaften müssen irgendwie geheimes Wissen aus Ägypten haben. Und das sagen sie ja auch, sie begründen sich auf die weiße Bruderschaft Ägyptens. Mhm. Die Illuminaten jetzt. Und die Freimaurer. Mhm. Interessant. Du hast denen ja auch ein bisschen nachgespürt in Wien, denn der Geschichte der Freimaurer in Wien und auch, ja, was hast du da so entdeckt? Ja, Wien war immer eine Hauptstadt von allen Logen, Bruderschaften, Vereinigungen, Orden und ist es eigentlich auch heute noch, denn ich weiß nicht, ob du oder die Zuhörer das überhaupt wissen, dass der Hauptsitz des Deutschen Ordens zum Beispiel Wien ist. Also es gibt, Wien ist immer noch von vielen Orden der Hauptsitz und war es zu allen Zeiten. Und so war es auch eine der Hauptstädte der Illuminaten. Und Wien hat einen Decknamen, das war Rom. Und dort sind zum Beispiel auf Wiens dem Obelisken. Deckname war Rom? Der Deckname war Rom, ja. Jeder Illuminat hat einen Decknamen gehabt und jede Stadt, also jede Loge hat einen Decknamen gehabt. Das ist aber verwirrend, weil wenn ich jetzt sage, ich fahre nach Rom, woher weiß ich denn dann, ob er jetzt wirklich Rom oder Wien meint? Ja, wenn du unter also wenn Illuminaten Rom sprachst, ne, und sagst, wir fahren nach Rom, dann war er in Wien gemeint. Also wenn er nach Rom fährt, dann wird er nach Chicago fahren. Also, okay, verstehe ich. Ja, ja, das war ja nur die Geheimsprache. Ja, ja. Okay, ja. Interessant. Und so war also Wien immer ein ganz wichtiger Ort und da haben sich alle getroffen und so haben wir in Wien noch die Loge, wo der Mozart gesessen ist oder wo die Adeligen einander trafen. Und der oberste adelige Freimaurer war ja der Gemahl der Maria Theresia, Franz Stephan von Lothringen. Zwei interessante Fragen im Chat. Wie alt ist Wien eigentlich und treffen sich die noch irgendwo? Wie alt Wien ist? Ja, das war die erste Frage. Also Wien ist viele tausend Jahre alt, es waren schon Kelten hier. Okay. Und der Name Wien kommt vom keltischen Vindobona. Das ist aber gut, aber viele tausend Jahre, okay, interessant. Naja, also mindestens 2000 Jahre bis zu den Römern. Mhm. Weil die haben da schon eine Ortschaft vorgefunden. Die Römer hatten ja ein Vor. Die haben ja, also die Wien, unter den Wiener Häusern gibt es römische Ausgrabungen des römischen Soldatenforts. Und die fanden natürlich auch schon hier eine Siedlung vor und das war das Vindobona. Haben wir gerade erst vor wenigen Wochen wieder ausgegraben in Wien. Und treffen sich die Illuminaten doch irgendwo in Wien? Das wäre die zweite Frage da aus dem Chat. Illuminaten sind ja offiziell nicht mehr präsent. Es wurde der Orden ja aufgelassen. Und wann wurde der aufgelassen? 1790 herum. Ah, hat nicht lange gedauert, okay. Hat nicht lange gedauert, also seit der Zeit gibt es keine Illuminaten mehr. Mhm. Dann können Sie eigentlich jetzt auch schwierig an der Weltherrschaft beteiligt sein, oder? Es sei denn, Sie hätten sich irgendwo neu gegründet. Hm. Oder es war nur ein Deckmanöver. Sie lösen sich auf, alle glauben, die gibt es jetzt nicht mehr. Und dann, warum haben Sie sich eigentlich aufgelöst, weißt du das? Na, Sie haben sich nicht selber aufgelöst, sondern Sie wurden aufgelöst. Und zwar deswegen, weil sie gesagt haben, der Mensch kann sich so
so weit vervollkommen, dass er keine Obrigkeit mehr braucht, also keine kirchliche und keine staatliche Obrigkeit, weder Gesetze noch Gebote. Und das hat weder die kirchliche noch die staatliche Obrigkeit gerne gesehen und hat daher den Orden aufgelöst. Das heißt, weil der Orden sich angedroht hat, dass er sich selbst auflösen wird, weil es eigentlich solche Dinge gar nicht braucht, hat man ihn aufgelöst. So könnte man es formulieren. Ja. Wunderbar unlogisch, aber ja, was ist da in der Politik schon logisch? Und Freimaurerlogen gibt es natürlich jetzt auch noch in Wien. Ne? Ja, ist ein eingetragener Verein und nicht mehr so wie früher, wo es verboten war. Heute ist das ein Verein, ist erlaubt und daher gibt es die Großloge von Österreich in der Raunsteingasse Nummer 3 in Wien. Ab wann sind die erlaubt? Ich meine, ich nehme an, vor 1945, von 38 bis 45 waren sie wahrscheinlich verboten unter dem Nazi-Regime. Waren sie davor und danach erlaubt? Ja. Neben den Illuminaten, Freimaurern, gibt es dann auch noch, du hast ein Buch geschrieben, im Netz der Templer, also das geheime Netz der Templer. Du hast über 10 Bücher geschrieben, sollte man vielleicht auch erwähnen. Eines davon ist verlinkt, ein letztes, da geht es eher um so Geistererscheinungen, also natürlich auch durchaus interessant. Vielleicht kommen wir noch zum Sprechen drauf, aber 10 Bücher ist schon eine ganz schöne Ausbeute. Wie lange schreibst du denn an so einem Buch? Ja, also das Schreiben allein dauert mindestens ein Jahr, aber die Recherchen dauern natürlich länger. Ja, aber du hast ja 2009 dein erstes Buch veröffentlicht, oder? Ja, das ist richtig. Also manchmal geht es schon schneller, weil sonst wird sich das jetzt nicht ausgehen. Ja, das ist ja ein Wissen, das sich über die Jahrzehnte angesammelt hat. Ja, verstehe schon. Also alles zusammengerechnet brauchst du circa ein Jahr mit der Recherche. Und wenn du schon quasi vollgesogen bist und es nur mehr auf Papier bringen möchtest, ja, musst, so dann, ungefähr. Dann geht es schneller. Ja, ist nachvollziehbar. Und dann eines deiner 10 Bücher heißt Das geheime Netz der Templer. Was hast du da herausgefunden? Also folgendes, dass die Templer sind in Österreich fast nicht präsent in der Geschichte. Es ist ganz schwierig, ein wirklich historisches, fundiertes Werk über Templer zu finden in den Buchhandlungen. Meistens findet man das eher in der Kinderabteilung. Und das hat mich dazu bewogen, einmal nachzurecherchieren, gab es denn die Templer überhaupt in Österreich und wenn ja, wo? Und da bin ich drauf gekommen, dass es sogar sehr viele Templerherbergen gegeben hat und dass diese Templerniederlassungen heute noch in den Grundmauern vieler Kirchen oder vieler Niederlassungen, vieler anderer noch vorhanden sind. Und hauptsächlich in Niederösterreich, im nördlichen und im südlichen. Das heißt, diese Templerherbergen ziehen sich vom Waldviertel über das Weinviertel zur Donauregion nach Wien und dann im Süden Steiermark, Kärnten durch das österreichische Gebiet durch. Und das ist auch ganz logisch, denn die Pilgerströme sind ja von Norden gekommen und sind nach Jerusalem gezogen. Und da mussten sie irgendwie immer durch unser Gebiet durch. Interessant, dass auch in der Steiermark gab es solche Templerherbergen, also so Raststationen. Ja, wo? Ganz viele sogar. Also man kann sagen, eigentlich im Tagesritt mussten die ja irgendwo schlafen und mussten die Pferde und die Menschen gelabt werden. Und so kann man sich vorstellen, dass sie immer im Ein-Tages- oder Zwei-Tages-Ritt maximal Herberge gibt. Welche ist denn die nächste von Graz aus? Kann man da noch was besuchen? Ist da noch irgendwas übrig oder gibt es da jetzt halt Gaststätten drauf? Oder? Von Graz aus, da muss ich nachschauen. Okay. Das weiß ich so jetzt auswendig nicht. Ja. Du bist zwar ein wandelndes Lexikon, aber alles weißt dann doch nicht. Ne? Und ich meine, du musst ja auch du arbeitest ja als Fremdenführerin. Ne? Ja, richtig. Ist mein täglicher Job. Ja, und lässt du da viel von diesen anderen Forschungen einfließen oder gibt es dann spezielle Führungen für die Freaks? Ja, ich mache Führungen auf den Spuren meiner Bücher. Das mache ich hauptsächlich. Muss Spaß machen eigentlich. Ne? Toller Job. Absolut, ja. Beneidenswert. Ja, und du hast ja viele, viele Dinge, vor allem in Wien, jetzt aufgetan. Also neben diesem wirklich erstaunlichen Obelisken,
gibt es in Wien eine Achatschale, also Achat ist ja ein grüner Stein, in dem man jetzt nachweislich diese Schrift tatsächlich, also da gab es einen ORF-Beitrag, wo also wirklich diese Schrift gefilmt wurde. Wurde die da zum ersten Mal gefilmt? Ja, richtig, aha. Ja. War das irgendwie, warst du da beteiligt, dass man das dann gefunden hat? Ja, also das war folgendermaßen. Ich habe das Buch geschrieben über den Da Vinci Code in Wien. Und da geht es ja um das Bild, dieses Da Vinci Bild, das wir in Originalkopie, also genau in der Originalgröße in Wien haben. Und da geht es natürlich um Maria Magdalena, den Gral. Und wir haben in der Wiener Schatzkammer eine Achatschale, von der man schon immer behauptet, sie wäre der Gral. Aufgrund einer Inschrift, die aber nie jemand gesehen, also lebender Mensch, ne, von unserer Generation, hat das noch niemand gesehen. Es wurde uns nur immer berichtet aus früheren, aus älteren Quellen. Die Legende sagt, alle 100 Jahre wird ein Sonntagskind reinen Herzens diese Inschrift lesen können. Und so war es offenbar und die haben das aufgeschrieben. Wir wissen, was drinnen steht, nämlich der Name Christus, aber wir haben es nicht mit eigenen Augen gesehen. Und so kam der ORF zu mir und sagte, wir möchten gerne das Buch verfilmen, möchten eine Doku drehen und ob ich mit ihnen in diese Schatzkammer gehen würde und dort die Fernsehproduktion mache. Und das haben wir gemacht am 29. Oktober 2009. Und da hat sich erstmals vor der ORF-Kamera auf wundersame Weise, kein Mensch weiß wie, diese Inschrift manifestiert. War also da ein Sonntagskind in der Nähe? Möglicherweise. Denn gesehen hat es eine Mitarbeiterin der Schatzkammer, die hat während der Filmdreharbeiten gesagt, ich sehe die Inschrift, ich kann es sehen. Zuerst haben wir natürlich gehabt, das ist ein Scherz und dann haben wir es aber alle gesehen. Und das wurde aufgezeichnet und das ist der Film, den man als YouTube, glaube ich, ist eingestellt, kann man sehen. Das ist dann im Zeit im Bild am Abend gezeigt worden und es war eigentlich ein Wunder. Und dieses Wunder hält bis heute an, man kann bis heute in der Schatzkammer diese Inschrift sehen, in der Achatschale. In diesem ORF-Beitrag wird dann gesagt, dass das nur unter bestimmten Lichtverhältnissen zu sehen ist. Ist das so? Kann nicht ganz stimmen, denn wenn ich jetzt sage, man sieht es jeden Tag. Oder mit einer bestimmten Blendeneinstellung der Kamera. Also jedenfalls, ich glaube mich zu erinnern, und auf deiner Seite findet man eh alle Beiträge, wo du warst, wo du vorkommst. Naja, das ist natürlich, man muss eine plausible Erklärung für den überraschten Zuseher natürlich anbieten. Aber ob es so war, weiß kein Mensch. Und auf dieser Schale, auf dieser Achatschale, die also der heilige Gral sein soll, ist großartig, also steht Xristo, also X-R-I-S-T-O. Und das klingt eh so nach einer freimaurerischen Permutation, weil da werden ja oft Buchstaben austauscht oder vertauscht oder sonst was. Mhm. Also braucht man jetzt nicht viel Fantasie, dass man vielleicht sagt, das ist also Christus irgendwie kodiert, also Christo. Ja. Ja. Oder ich nehme an, das ist die Ratio, die man da hat. Also das ist, ja, na, Christus steht da nicht oben, es steht Christo oben. Christo, ja, richtig, mit X. Mhm. Ja, oder ist es irgendwo gebräuchlich, diese Bezeichnung? Nein, ich weiß es nicht. Also das ist einfach, ja. Aber das kommt ja oft vor, also bei so Dingen zumindest. Ja, wir haben keine Erklärung, wer das reingeschrieben ist. Es ist ja nämlich nicht geritzt und nicht geätzt und nicht gemalt. Es ist ein Muster des Achat. Das ist das Nächste. Das ist ja eigentlich ein großartiger Zufall, oder? Diese Buchstaben. Ja, absolut ein Wunder, würde ich sagen. Also das ist natürlich in diesem Achat entstanden. Es ist jetzt nicht so, dass das so richtig astreine Druckbuchstaben sind, aber es ist so, dass man ohne Fantasie, es ist wie so ein bisschen eine schlampige Handschrift, könnte man sagen. Mhm, ja. Es ist, man kann es lesen und es ist nicht so, dass der eine das und der andere das liest. Also ich habe dann angehalten, diesen Beitrag, haben wir das angeschaut, man liest da Christo und man kann vielleicht einen Buchstaben umdeuten und dann hast du ein bisschen was anderes, aber das ist eigentlich, glaube ich, der Konsens. Also wenn man jetzt 100 Leute fragt, die lesen alle Christo. Das ist richtig. Oder nicht alle, aber sagen wir 95 davon, schätze ich einmal, behaupte ich. Ja. Es ist schon faszinierend, der ist also dort entstanden durch Zufall und ja. Hm.
Kein Mensch weiß wie. Kein Mensch weiß wie. Wirklich spannend. Kommen und anschauen. Ja, sehr gern. Also die möchte ich mir auf jeden Fall anschauen. Und dann hast du auch noch erwähnt, dieses Gemälde des letzten Abendmahls von Da Vinci. Gibt es in Wien als Mosaik oder so? Oder als? Ja. Mhm. Das hängt in der Minarettenkirche in Wien und ist genauso groß wie das Original in Mailand und genau dieselbe Szene, die genau dieselben Farben, also eine 1:1 Kopie und ist somit die beste der Welt und wirklich einmalig. Und weil sie besser erhalten ist als das Original, könnte man fast meinen, es ist originaler als das Original, weil das Original in Mailand schon so zerstört ist. Da fehlt viel. Die Farben sind schon verblasst und das Bild ist zerstört. Und das in Wien ist wirklich noch intakt und perfekt. Und da kann man wirklich den Da Vinci Code viel, viel besser herausfinden. Ja, Da Vinci Code, jetzt, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, was damit jetzt genau gemeint ist. Aber was ich interessant finde, ist, es neben Jesus steht meiner Meinung nach ein äußerst femininer Jünger. Also es ist eigentlich eine Jüngerin. Mhm. Und da gibt es ja Leute, die sagen, es ist die Maria Magdalena. Da gibt es dann andere, die sagen, ja, und nach seinem Tod oder der Wiederauferstehung ist er dann nach Indien gegangen und hat mit ihr ganz viele Kinder gezeugt. Aber gut, da wird es dann wirklich spekulativ. Aber das ist wirklich interessant, weil wenn man also dieses Bild sieht, dann, also das schaut aus wie eine Frau. Mhm. Ja. Was hast du denn da so rausgefunden? Ja, das ist wirklich verblüffend, dass dieser junge Jünger so weiblich dargestellt ist. Und man muss sich halt fragen, ja, warum macht der Leonardo das? Denn er muss ja genauso wie wir gelernt haben, dass das 12 Männer waren, die mit Jesus beim letzten Abendmahl saßen und aus einer Schale oder einem Kelch trinken. Und er macht da einen so weiblich aussehenden Jünger, der eben wie die Maria Magdalena, wie die Ehefrau halt zu interpretieren ist. Wir wissen ja nicht, wie sie ausgesehen hat. Aber wenn man diese Figur sieht, sagt also jeder, das ist einfach eine Frau. Und dann die ganze Haltung auch ist nicht die eines Mannes, sondern ist total weiblich. Und dann gibt es viele Details in dem Bild, die ja auch noch darauf hinweisen, dass da wirklich steckte Botschaften drinnen sind, nicht? Eben Codes, darum heißt es ja Da Vinci Code, wegen der versteckten Botschaften. Und Leonardo sagt ja selber, weil man hat ihn ja gefragt, warum malen sie die so, diese Jünger? Und da sagte er, ich male sie wie die 12 Sternzeichen. Und da muss man sagen, wieso bitte? Was will er damit aussagen? Aha, und dann die Jungfrau ist dann die Dame neben ihm. Ja, kann sein, ja. Das ist ja der wahre Da Vinci Code, das, was der Leonardo selber sagt, warum er das Bild so malt. Mhm. Jemand schreibt da im Chat Sonntagskind, weil Sonntag, also auf die Achatschale jetzt bezogen, wo also alle 100 Jahre ein Sonntagskind das sehen soll. Sonntagskind, weil Sonntag ist der Tag der Sonne und Christus ist analog zur Sonne im Zentrum der 12 Tierkreiszeichen. Richtig, ja. Oh. Meine Hörer sind ziemlich auf Zack. Ja. Mhm. Sind Codeknacker. Codeknacker, auf jeden Fall. Ja. Gut, als letztes würde ich jetzt dann noch ganz gern, was war denn das jetzt? Ah ja, genau, die Gruselfrau in der Hofburg. Also die Gruselfrau. Die weiße Frau. Die weiße Frau, so. Die weiße Frau in der Hofburg, also ein hartnäckiges Gerücht. Du hast aber auch da zeitgenössische Leute, die dort, also Bewohnerinnen der Hofburg, interviewt, die auch sagen, sie hätten sie gesehen. Was hat es denn mit der auf sich? Ja, die Hofburg hat, so wie jedes anständige Schloss, einen Schlossgeist. Wir glauben immer nur, das ist in England oder Irland oder Tschechien. Nein, das ist auch in Wien. Und diese weiße Frau, die ist der Schlossgeist. Die wurde von allen Kaisern und Königen und Prinzen und Prinzessinnen gesehen und immer wieder aufgeschrieben, dass sie erschienen ist. Und sie erscheint immer vor einem Unglück. Sie war vor einem Unglück. Also entweder vor einem Unglück, das die Hofburg selber trifft, wie zum Beispiel Feuer oder Krieg oder anderes, oder einen der Bewohner. Und so ist sie vor dem Tod der Sissi erschienen oder vor dem Tod von Kronprinz Rudolf. Das dokumentiert?
Ja, das ist dokumentiert. Mhm. Das haben die Kaiser selber aufgeschrieben. Also im Tagebuch von der Sisi steht dann, kurz bevor sie stirbt, dass ihr die weiße Frau erschienen ist oder so? Ja, wir haben das Tagebuch zum Beispiel Zita von der letzten Kaiserin. Ja. Also die, da steht es, stehen solche Sachen drinnen. Mhm. Und, da, und es gibt jetzt ja Leute, die in der Hofburg wohnen, unter anderem die Frau Lotte Ingrisch, eine bekannte österreichische Schriftstellerin. Die sieht auch die weiße Frau, die hat sie schon öfter gesehen. Wobei sie ja dann sagt, vor allem wenn sie ein bisschen was pippelt hat, das heißt auf Deutsch, bis sie was, ein bisschen Wein getrunken hat, dann sieht sie sie leichter. Glaubst du, das hat irgendwas damit zu tun? Möglich, dass das damit zu tun hat. Sie trinkt gerne ein Glas Wein am Abend vorm Schlafengehen. Und sie hat außerdem Schatten, sie hatte mal 7, jetzt sind es noch 3. Und die reagieren drauf. Die reagieren auf Geister. Was hatte sie? Katzen? Katzen, ja. Aha. Ja, Katzen mauzen manchmal in einer Ecke und da ist einfach nichts. Mhm. Ja, naja, die Katzen, die verkriechen sich unter das Sofa und die verstecken sich und zeigen, dass sie Angst haben. Und dann weiß sie, aha, jetzt ist Geisterstunde. Okay, und die Frau Ingrisch hat ja bestätigt, sie hat die weiße Frau gesehen, mehrfach. Ja, Die schreibt ja auch Bücher darüber. Oh, sie spricht ja mit den Verstorbenen, nicht nur mit ihrem eigenen Mann, sondern auch mit anderen. Sie war mit einem Politiker. Maute. Okay. Irgendwo war sie, glaube ich, einmal auch in der Politik verwoben, kommt vor, die Lotte Ingrisch. Aber vielleicht verwechsle ich das jetzt. Ist ja egal. Aber du sagst, sie schreibt Bücher über diese Dinge und ist also überzeugt, dass sie die weiße Frau auch schon mehrfach gesehen hat. Hat ihr die schon einmal was gesagt, was dann später verifiziert werden konnte? Also das weiß ich jetzt so genau nicht. Ja. Da erinnere ich mich jetzt nicht, aber Frau Ingrisch hat ja viele Bücher geschrieben, wo sie ihre Geisterscheinungen beschreibt. Und sie hat ja sogar ein ganzes Buch, den Geisterknigge, geschrieben. Das heißt, da steht drinnen, wie man sich benehmen soll, wenn man einen Geist trifft und wie man mit ihm umgehen soll und wie man ihm helfen soll. Sie schreibt ja, das ist ja auch nur ein Mensch. Aber eben gestorben auf der anderen Seite und wir sind eben noch die Lebenden. Aber sonst braucht man sich nicht fürchten, sondern man soll ganz normal mit dem Geist reden und fragen, was er will und wie man ihm helfen kann. Ja. Ich hatte in der letzten Zeit immer wieder Gäste, die entweder selbst schon einmal einen postmortalen Zustand erlebt haben bei einem Unfall oder eben so eine Fähigkeit haben, das zu sehen und die dann solchen Geistern, die da herumirren und sie nichts auskennen, helfen. Keine Ahnung. Also glaubst du, dass die weiße Frau existiert? Also muss ich wohl, wenn so viele schon das berichtet haben, sie noch nie gesehen, aber ich wohne ja nicht in der Hofburg und bin auch um Mitternacht nicht in der Nähe, also aber trotzdem, wenn es so viele Kaiser schon gesehen haben, bin ich überzeugt, dass es sie gibt. Ja. Würdest du gerne mal einen Geist sehen? Na, muss nicht wirklich sein. Muss nicht sein? Muss nicht sein. Also da, die Neugier hat auch bei dir Grenzen? Es reicht mir, wenn es die anderen sehen. Es reicht mir, wenn es die anderen sehen. Ganz kurz, wir haben noch circa eine Minute. Was ist für dich das Erstaunlichste in deiner Heimatstadt, was du jemals entdeckt hast? Naja, also sicherlich der Gral, der sich da offenbart hat. Ja, die Achatschale. Die Achatschale, dieses Ding ist wirklich das Erstaunlichste. Eines der absolut unerklärlich. Eines der unveräußerbaren Erbstücke der österreichischen Staates, neben einem Stock, der von einem Wal ein Stoßzeichen ist und wo man früher glaubt hat, das ist ein Einhorn. Ja. Also, ist absurd. Ich meine, Wien ist ein tiefes Loch. Also das, aber, Wien ist unergründlich. Ja. Hat ja auch 4 stocktiefe Kelleranlagen. Entschuldigung, jetzt habe ich unterbrochen. Also das Erstaunlichste in Wien ist für dich? Ja, die Achatschale. Also diese Achatschale, aber auch dieses ganze unterirdische Kellerlabyrinth, dass wir sitzen auf 4 stocktiefen Kellern, das ist eine Stadt unter der Stadt oder 4 Städte unter der Stadt Wien. Das ist auch unerforscht und großteils unbekannt. Das ist auch etwas, was mich fasziniert. Ja, 4 Stockwerk tiefe unterirdische Anlagen, Keller in Wien. Ja, da haben sie auch beim U-Bahn-Bau ziemliche Probleme gehabt. Da muss man irgendwie da durchnavigieren durch diese Dinge.
Ja, sehr, sehr spannend. Danke für dieses wirklich tolle Gespräch. War wirklich interessant und ich bin jetzt neugierig geworden. Also beim nächsten Wien-Besuch werde ich schauen, dass ich eine Führung von dir besuchen kann. Ich warte, ja. Möglichst eine, wo es also wirklich zur Sache geht. Also ich möchte wirklich Illuminaten, Freimaurer, Templer, Rituale und alles Mögliche möchte ich. Ja, Relikte und so weiter. Ja, gerne. Danke Gabriele und noch einen schönen Abend nach Wien. Dankeschön, ebenfalls. Wiederhören. Ja, wiederhören. Die nächste Ausgabe von Crop FM ist am 29. Mai 2015 zu hören. Da wird mein Gast Franz Hörmann sein. Zumindest, ich glaube, es ist dann schon soweit. Also Franz Hörmann hat schon einige Bücher über das Geldsystem geschrieben. Wir werden auch über Infomoney sprechen. Das ist also einer der Dinge, mit denen er, also einer seiner Alternativen. Ich möchte auch Bitcoins mit ihm sprechen. Heute war auch eine Meldung, vor 2 Tagen eigentlich, dass er also eine Privatinsolvenz hinter sich gebracht hat. Das ist echt komisch, dass das in den Medien kommt, weil wie viele solche Insolvenzen gibt es pro Tag. Aber seine war da drin und werde ich auch mit ihm sprechen, weil natürlich, er ist ja auch bei so einem Schuldnerverein, also wo also Schuldnern geholfen wird und so. Und würde mich interessieren, wie er da damit umgeht, wenn es ihn betrifft. Franz Hörmann, also Professor Franz Hörmann, obwohl er jetzt inzwischen suspendiert ist von der WU Wien. Egal, all das werden wir besprechen und natürlich dann seine Ein- und Ansichten zum Geldsystem und wie man das Ganze vielleicht einrenken kann. Zu hören, wie gesagt, am 29. Mai 2015. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.